So. Wenn ich Lautstärke technisch immer noch nicht so ganz passe, dann sag bitte Bescheid. Wir gehen aber jetzt erstmal in die Knife Round und dann schauen wir gleich nochmal. Beziehungsweise dann erkläre ich euch, was ich euch da zusammen mache. Beide Teams gehen die Knife Round echt seriös an. Dotpix ist natürlich prinzipiell schon von Line Up her einen leichten Vorteil in der Messerrunde. Entschuldigung. Eben die Knife Round haben sich für sich entschieden. Ja, Küste, sehr schön. So, jetzt Jin. Most underrated player ESL mit 100 HP gegen drei Spieler mit Low HP. Die brauchen sich nur nebeneinander stellen. Wir haben 59 Minuten Zeit. Schön, wie sie das moven. Ja, da kann Jin gar nichts machen. Und damit geht die Knife Round diesmal an Penta. Ja, was ich sagen wollte. Also, es wurde gefragt, wie ich stehe zu den ganzen Damen, die bei Twitch streamen und den Busen in die Kamera halten. Man konnte so sagen. Ich find's scheiße. Ich find's zum Kotzen. Ich gönne jedem den Erfolg. Jedem, der hart dafür arbeitet. Aber das ist kein hartes Arbeiten. Das ist halt eine moderne Form der Prostitution vielleicht so ein bisschen. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber deswegen, ich gibt einen Frauenstream, den ich gucke, das weiß ich aber auch selbst, das ist Fussel, weil es halt da nicht so ist und mich unterhalten viel. Das ist immer das Wichtigste an den ganzen Streams. Es gibt wenig deutsche Streamer, aber ja, 99% der Frauen, die da streamen, oder 95%, profilieren sich halt dadurch und das ist der Aushängeschild. Raushängeschild in dem Fall vielleicht eher. Ja, ich kann es nicht ab, ich gucke es mir auch nicht an, ich finde es uninteressant und ja. Auf geht's. Wir starten aber jetzt ins Spiel. Das Wichtigere auf jeden Fall. DE-Cache, die Map. Und wir schauen den Aufbau von den Dotpixels, die auf der T-Seite starten müssten. Xal alleine über die Tür. Die anderen... Natasi macht ein bisschen Mitte. Backstab eventuell gleich so, aber kurz, wenn es da auf A geht. Argo jetzt. Konnte man sich einstellen. B war wenig Druck. Wird auch nichts. Robson jetzt auf A. Der muss lange ausharren. Fällt gegen Saiken. Und da kommt Tazi schon von kurz. Ein ganz, ganz wichtiger Frag, den er da setzt. Macht den Spot safe. So, next. Guter Move. Zu close. Kann er keinen mehr setzen. Nur noch Crystal gegen 3. Naja, wenn es einer macht, dann Crystal. Einfach unglaublich schwer zu handeln für ihn. Wird von überall immer wieder, gerade Jin in der Main hat das gut gemacht, immer wieder so einen kleinen Mini-Step gemacht, immer wieder einen neuen Fokus auf sich gezogen und ja. Sehr schön gemacht. Es wurden noch nie wahre Worte gesprochen. So ein Nick. Ach, Leute. Ja, First Round an die Dot Pixels. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Dreimapper sehen. Ich fand, die Jungs haben sich gar nicht so schlecht geschlagen. Das waren halt so. Eigentlich waren es größtenteils die Aim-Duelle, die halt wirklich Penta für sich entschieden hat. Die Kontrolle schon wieder für die Dot Pixels über den Booster in der Mitte. Xai, das Problem ist, wenn Xai jetzt stirbt, hat er Support. Ich finde es schön, dass Tony halt erstmal einen Taser kauft. Das ist doch bestimmt Absicht. Ja, er hat Support. Also er hat Support vom Schacht aus. Xai steht schon close an kurz. Kann er höchstens mit einer Flash rumziehen. Auch den Gefallen werden sie nicht tun. Speedy mit der Scout. Und Saiken mit dem First Track an B. Crystal jetzt. Sehr schön, wichtig. So, jetzt muss Speedy eigentlich arbeiten. Ja, setzt noch einen guten Hit. Setzt noch einen Hit. So, Crystal, wie lange schaffst du es, das auszuhalten? Crystal, guter Move und damit wird die Runde nochmal spannend. Low HP auch bei Tarzin. Robson über die City Base mit dem Frag und es ist nur noch Tarzin on Spot gegen Felix, der schon rausgepusht ist. Schöner Frag von Tarzin. One-on-one jetzt gegen Robson mit der Scout und der P250.
droppt und Robson macht den Frag. Und damit direkt wieder die Anti-Eco geholt von Penta. Schön gespielt. Und vor allem, wie lange Crystal es da on-spot ausgehalten hat. Ich glaube, ein zweiter Spieler ist sogar noch hier über die Headshot-Rampe gekommen. Dementsprechend konnte Crystal da frei agieren auf dem Spot. Aber war ganz, ganz wichtig, dass Crystal da überlebt. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. 1 zu 1. Ja, und das ist Worst Case eigentlich für DotPixels. Man gewinnt eine Pistol, man hat wieder ein gutes Spielgefühl und man bekommt sofort diese Nackenschelle. Aber das ist ja bei deutschen Teams mittlerweile, ne? So, zu dritt in der Mitte, beziehungsweise zu zweit soll es ja jetzt über den Booster gehen, glaube ich. Ja, Seiten geht nochmal ganz nach rechts. Simon und First Pick da gegen Speedy. Wo hat er den denn gemacht? Auf A. Einfach mal Speedy weggeklickt. Ganz wichtig. So, Jin schon close. Wenn du Timing hast, kann er da den Frag setzen. Wichtig. Gegen Felix sofort den Refrag gesetzt. Das haben sie jetzt gut gespielt. Und jetzt gehen sie nochmal zurück und da schließt im Moment Crystal aus. Crystal mit dem ersten, der weiß, noch ein zweiter Spieler da ist. Schöne Frags von Crystal. Tony jetzt noch über die Tür. Und Xal will da unbedingt Crystal wegmachen. Na? Ja, Crystal tut ihm den Gefallen nicht. Aimt sehr, sehr defensiv ab. Jetzt hat er eine Info. Kann eine Seite smoken, vielleicht sogar eher die T-Base smoken. So, jetzt mal schauen. Time to shine für Xal. Kann er keinen mehr setzen. Zwei Waffen weggeholt. 2 zu 1. Ja, ich habe leider oben das Overlay für Best of 3 vergessen. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, 1 zu 0 aktuell für Penta. Die Führung. Meine Nase, die bringt mich um. Machen wir den nächsten. Epo. Also, falls ihr es immer noch nicht wisst, Dennis ist krank und konnte nicht hinfahren. Dementsprechend ist Max eingesprungen. So, Speedy jetzt mit dem First Pick. Da habe ich gerade ein riesen Talent für die einfach zu ignorieren. Low HP auch schon bei Tarsin. Also, Runde startet eher semi-optimal für DotPixels. Seiten setzt den Refrag gegen Speedy in der Mitte. 4 gegen 4 Situation. Und es müsste sich jetzt mal langsam so ein bisschen der Spot rauskristallisieren. Jawohl, und es scheint Richtung A zu gehen. Felix mit dem Headshot gegen Seiten in der Tür. So, Tony kommt jetzt sofort nach. Robson immer noch am Y. Boah. Da Probleme. 1 HP bei Tony. Jin auch noch in der Main, aber in der Zeit Penta jetzt schon wieder komplett versammelt. Es sieht ein bisschen, es ist ein bisschen zu lasch. Da muss ein bisschen mehr Druck noch rein. Bei den Ghosts allgemein. Man traut sich da nicht so richtig drauf. Da wird dann so ein bisschen einzeln vorgepiekt, bevor der nächste da ist. Da fehlen dann auch ein bisschen die Granaten, um da wirklich drauf zu gehen. Also da muss man ein bisschen druckvoller arbeiten bei den DotPixels. Trotz alledem, dritte Runde für Penta. Und noch einige Runden zu spielen. Oh. Jin verrät sich da. So, damit überlebt Tony immerhin mit seinem 1 HP in der Tür. Und das ist doch Time to Nase putzen. In der Eco natürlich. So, hi. Guess who's back? Wieder zu viert Richtung A. Seiten ganz defensiv B-Deckung. Also
Kommentar sehen, dass wir zusammen mit Toni auf jeden Fall mit der Atar ein bisschen arbeiten. Man hat einen Teilkauf. Ja, da wird er einfach weggebrannt, weggeschossen alles. Toni, schöner Frag, aber Schacht gepusht von Nex und wieder die Kontrolle. Sofort der Refrag, das spielt Penta wirklich gut. Und ich finde auch, dass die Nex da gut ins Spiel bringen. Dafür, dass der Junge gerade nur den Stand-in macht. Ja, bringen sie ihn gut rein. Sie wissen ungefähr, was er kann. Die und Robson danach mit den Frags. So, mal schauen. Jetzt hat man vom Geldpolster her, sieht es schlecht aus gerade. Da müsste man jetzt vielleicht mal eine schnelle Eco spielen. Vielleicht würde ich mal Richtung B einfach Vollgas geben. Das hat man noch nicht gemacht. Alleine, um die B-Leute auch mal ein bisschen zu beschäftigen. Die Bombe geht alleine Richtung A. Die Smoke gegen den Kopf gedonnert. Ach, da Kiste, das macht doch Freude, das macht doch Spaß. Toni noch mit dem zweiten Frag. Ja, und Robson steht da noch an A. Mal schauen, welches Teil das Duell gewinnt. Robson macht den Frag. Gut, dass er da noch an A geblieben ist und nicht verschoben hat. Gut gemacht von Robson. Und damit 5-1. Trubels Englisch ist der Wahnsinn. Es ist so grausam, ja, das Englisch. Es ist auch nicht einfach, auf Englisch ein ganzes Match zu casten. Das muss man halt auch lassen. Ist doch schön, dass sie es machen. Ich muss ja nicht sagen. Schau mal, Dot-Pixels wieder. Also das spielen sie halt immer so, dass einer sehr defensiv B abaimt und drei, vier Leute hier rumlungern und über die Mitte ein bisschen was suchen, aber auch nicht sehr viel Kontrolle irgendwie in der A-Main haben. Also die geben sie eigentlich komplett her, da könnten die CTs sogar fast ein bisschen aggressiver gehen. Ich mache mich gleich ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, was es ist. Könnte daran liegen, dass ich X mich jetzt die ganze Zeit nicht genutzt habe und das Mikro sonst etwas. Ich mache es in der Halbzeit. Ich muss, es ist halt ein bisschen random, gerade bei X-Split muss ich das Mikro immer ein bisschen anpassen. Das ist schon was länger her. So, Saiken, Frack, Toni, Frack, A-Spot, clear. 3 gegen 2 und Equipment ist auf jeden Fall noch da. Jin noch mit 2 Flashes. Muss er auf jeden Fall, eine muss er jetzt eigentlich schon werfen. Um mal zumindest ein bisschen Druck aufzubauen. Der bringt sich jetzt eigentlich in eine Position, die nicht so besonders ist. Guck mal, aber da jetzt steht er besser, Jin. Und schöner Booster von Speedy und von Nex auf diese Mini-Box. Überrascht Jin damit komplett. Nex close. Kann aber auch kein Frag mehr setzen. Saiken mit 3 Frags diese Runde. Schöne Runde von ihm. Ah, das war gut gespielt. Also für die, die es nicht gesehen haben, gerade Speedy und Nex haben sich vor diese Box geboostet, hatten wohl irgendwie im Gefühl, dass Jin sich hinter die Box gehockt hat. Das kann Jin nicht abaimen, das ist unmöglich. So, es geht wieder auf A. Teilkauf, ja, was heißt Teilkauf? Das heißt einzeln mit einer Eco-Kiste. Gute Hits. Richtig Probleme da on Spot, aber. Schöne Flash. Boah! Und Crystal nimmt trotzdem noch Jin raus. Und damit hat Crystal nach wie vor noch Kontrolle auf dem Spot. Wenn das nicht passiert, ist Dot Pixels schon drauf, kann planten und jetzt ist es Cycling. Guter Hit noch. Da wird Crystal sich kein zweites Mal zeigen. Dann dürfte er sich kein zweites Mal zeigen, sagen wir es mal so. Nicht jetzt gut. Aber gut aufgepasst von Nex. Gute Position gewählt. 6 zu 2 für Penta. Ganz, ganz wichtig, dass Crystal da den Frag macht. Ansonsten ist der Spot komplett offen. Ja, für die, die sich wundern. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich caste nicht mehr. Ich streame erstmal nicht mehr. Das ist auch nach wie vor der Fall.
Aber ich habe halt den Streaming-Plan von Horster gesehen, in den letzten Wochen. Und vor allem auch jetzt von diesem Wochenende. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob ich da ein paar Stunden übernehmen soll, die ich wenigstens ein bisschen Zeit habe noch dieses Wochenende. Auch wenn ich jetzt ein bisschen krank bin, aber es geht halt noch. Das ist halt nur die Nase. Aber das ist halt im Moment ein Mordsprogramm für Horster und dann kann man ruhig auch ein bisschen abhalten. Aber der Liebe wird nachher wieder, sobald ich dann weg bin, für euch zur Verfügung stehen und da könnt ihr da wieder reinschalten. Und ja. Dann ist er hoffentlich auch ein bisschen fitter und nicht mehr so müde. AWP bei Crystal nach wie vor. Es ist im Moment, sieht es ein bisschen ratlos aus bei DotPixels. Sie spielen diesmal. Ja, diesmal sieht es aus, als würden sie da Mitte rausrollen. Toni jetzt schon Mitte raus, zusammen mit Sal die rechte Seite der Mitte eingenommen. First Frag dagegen Felix und es ist im Moment auch kein Spieler mehr in der Mitte, der helfen könnte. Man steht zu dritt auf A, stellt schon so ein bisschen auf einen Kurzgo ein. Checkt man da oben, ja. Tarsin hat da so ein bisschen was im Urin, aber sieht die Füße natürlich nicht von der Position. First Pick, ja. Und Robson steht halt genau wirklich da. Das wird ihn total abfacken. Er checkt das eigentlich und sieht es halt kaum. Er macht eigentlich alles richtig. Oder was heißt, er sieht es kaum? Er sieht es halt einfach nicht. Es ist unmöglich, das zu sehen. Und dann steht da doch einer. Also es wird ihn richtig abfacken. Ja, genau das. Amazing. So, wer jetzt? Next mit dem Contact. Gegen Xal, die HE hat nicht gesessen. Ja, Next braucht da nichts machen. Normalerweise. Jetzt kommt aber leider schon der Spieler von der City Base. Und jetzt kriegt Next Probleme. Next, sehr wichtiger Frag. Geht down gegen Toni. Der hat die Bombe nicht. Der hat wenig Zeit. Muss jetzt sofort Penta. Hat gar keine andere Chance mehr. Penta muss ihn eigentlich schon fast pushen. Machen es jetzt auch. Ah, sehr schön. Wollte schon sagen, vielleicht kommt er da noch zu irgendwie einen Schuss abzugeben, eine Salve. Crystal macht aber alles richtig, pusht ihn. Er wäre im 1-on-1. Also es war schon richtig, dass Crystal da pusht und nicht Robson. Crystal mit der 1-on-1 AWP natürlich im Nachteil gewesen. Alles richtig gemacht gerade von Penta. Wieder an A. Aber ja, es sieht halt alles so ein bisschen erzwungen aus. Ja, man will die Runde jetzt erzwingen. Man kann ihn ja kaum Vorwurf machen. Es läuft halt auch gerade nicht so prickelnd. Man kommt ja relativ häufig sogar zum Plant noch. Aber das sind halt zwei, drei Runden, die es ein bisschen verdattelt haben. Stehen sie sogar zu zweit im Y. Überlegen da sogar zu boosten. Man muss Jin ein bisschen weiter zur Seite, wenn er wirklich Toni boosten will. Ja, danke. Oh, da wird Toni sich aufregen nach der Nade, dass dieser Boost auch nicht klappt. Ja, und Jin wird auch fallen. Und damit die nächste Runde für Penta. 9 zu 2. Wieder der A-Spot. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Stats. 16 zu 3 bei Crystal. Also der macht gerade ein richtig gutes Spiel. Auf der anderen Seite sehen wir Toni mit 10 zu 8. Ja, und oben folgt halt sofort Speedy. Nimmt sich aber nicht so viel bei den Dotpixels. Alle ungefähr auf einem Nenner halt, bis auf Toni. Es geht wieder. Ne, diesmal nicht. Diesmal geht's Mitte und vor B. Sieht schon fast danach aus, als würde man jetzt B über Schacht splitten wollen. Ja. Und da steht Nex. Und Nex hat eine gute Position. Zusammen mit Speedy. Und ja, Saiten geht alleine vor. Und die anderen vier haben mal ganz kurz ein Picknick aufgeschlagen. Also, so darf es dann halt auch nicht sein. So, Next kriegt jetzt Probleme. Stirbt gegen Jin. Schöner Headshot da von Jin und der dritte auch noch. Schöne Shots da von Jin an B. Aber sie rechnen anscheinend nicht mehr mit Crystal on Spot. Der kann einen rausnehmen. Der kann den zweiten rausnehmen. Und wie ich Crystal kenne, nimmt er auch noch den dritten raus, oder? Nein!
Sofort der Headshot. Robson, beide Spieler bekannt. Mal gucken, ob der Molotow kommt. Oh, Robson! Robson macht den Frag gegen Tarzin und Tony. Und das war nicht gut gedeckt. Da springt er einfach runter wie ein Berserker, wenn man 9-2 gerade führt. Da kann man sowas mal machen. Ja, danke, Gohähnchen. Junior Caster wird demnächst was kommen, ja. Im Moment ist es halt so, dass Knochen und Horstor eigentlich so die einzigen sind, die casten. Horstor eigentlich hauptsächlich, der Arme. Und Roman, also Doom, ist halt auch sehr eingenommen im Moment. Das ist, ja, und wir wissen alle, dass der liebe Herke, in dem Sinne nochmal schöne Grüße, nicht, dass er gucken wird, aber, ja. Auch keine Lust mehr und keine Zeit mehr dafür aufwenden möchte und keine Motivation hat und zeitlich das auch nicht mehr packt. Es ist sehr, sehr anstrengend, das Casten. Das vergesst ihr sehr, sehr häufig. Ach, Ikus. Ich habe mich damit abgefunden. Also, die Flamer hast du ja überall und, es geht doch heute. Das ist verhältnismäßig ja gar nichts los heute. Könnt mich ruhig noch ein bisschen mehr flamen. Ich muss ja angespottet werden. So, Jim mit der AWP. Xal hat jetzt immerhin schon mal den A-Spot eingenommen, aber die Smoke liegt nicht so schlecht für ihn. Allerdings tut ihm dann Nex auch nicht den Gefallen, dass er vorpeakt. Stirbt gegen Nex, 11. Runde. Tristan mit einem überragenden Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ja, Jesus Knochen ist ja ähnlich auch mit Arbeit beschäftigt und allem wie alle anderen. Also sind ja im Prinzip zwei Jobs und das kann man halt zeitlich nicht machen. Ich würde es doch auch gerne machen. Mir macht es doch Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Und ich liebe alles, was da damit zu tun hat. Aber wenn es zeitlich halt nicht mehr machbar ist und es hat mir lange gedauert, ihr wisst Bescheid. Es hat lange gebraucht, dass ich dann sagen kann, hey, ich mach's nicht mehr. Weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Ja. Es hat dann genau in dem Moment mit den Cheat-For-Skandalen und allem drum und dran. War es eigentlich ein gutes Timing. Hat es mir dann die Entscheidung doch ein bisschen abgenommen. So, aber jetzt wieder ein bisschen aufs Spiel eingehen. Nex und Crystal noch mit den Waffen. Crystal, keine Chance gegen Xal. Double Frag. Ja, wenig Geld bei Penta. Auch daran sieht man, ja, es ist schon ein bisschen. Es ist schon fast lächerlich. Da sieht man, dass die Runden teilweise wirklich knapp waren. Denn Penta führt hier 11-2 in dem Moment. Und hat eine Runde, die halt ja, nicht so gut aussieht für sie. Und trotzdem, wenn sie die Waffen halt durchbringen, könnten sie halt jetzt für die letzte Runde voll kaufen. Sie können für die letzte Runde trotz 11-3 Führung nicht mal voll kaufen. Also daran sieht man, dass wirklich das Match knapper war, als es vielleicht aussieht. Sagt meine Stimme auch wieder, sorry. Ich sag ja, wenn ich nicht rede, bin ich entweder tot vom Stuhl gefallen, dann müsstet ihr so eine Minute warten, dann müsste vielleicht jemand einen Notarzt rufen. Jetzt melde ich mich da schon wieder. Felix mit dem Frag in der Mitte. Die Anti-Eco, beziehungsweise diese Eco sieht ganz gut aus für Penta sogar. 3 gegen 2 Überzahl. Kurz vollgegast. Crystal gibt da den Support. Schöner Headshot von Tarzin, der jetzt. War das Mauspad anscheinend zu Ende. Das 1-on-2 hat. Aber Next mit dem Frag. 12-3 die erste Halbzeit. Und damit, ja, ich will jetzt nicht sagen, schon fast das GG, aber die Pistol braucht Dotpix ist auf der CT-Seite jetzt auf jeden Fall. So, sollte Penta jetzt hier die Pistol holen, dann bin ich mir
ziemlich, ziemlich sicher, dass Penta das Ding auch gewinnt. Da müsste es schon mit allem zugehen. Mit dem First Pick. Diesmal an B. Speedy über Tür. Es geht trotzdem Richtung A. Xal, den Klick habe ich bis hier gehört. Jim mit dem Nächsten. Mit der USP geht anscheinend rein bei den Jungs. Und das wird jetzt ultra schwer. Also mit dem nächsten Klick. Was ist denn da los? Ach, das juckt doch nicht. Xal zieht rum. 5 Headshots diese Runde. Das juckt doch keine Sau. So, jetzt werden einfach die nächsten 11 Runden auch noch nur mit... Ach, 11 sage ich. 14, Entschuldigung. Einfach nur mit der Pistole gespielt und dann hat... Penta doch keine Chance mehr. Was für Klicks. Dreier Boost jetzt von Penta. Ein Spieler noch. An den Sandsäcken. Ja, Felix nimmt ihn raus. Mit der Super Mario Sprungwaffe. Crystal schleicht da Jin praktisch in den Tod. Gemacht. Er hat kein Equipment mehr. Jetzt zumindest nicht mehr. Ja, und Tarsin in geduckter Stellung. Aimt der Crystal ab. Trotzdem eine sehr teure Runde für Dotpixels. 3 Waffen abgegeben plus Bombenplant für Penta. Und ja, wichtig, jetzt kann man sofort kaufen. Round, oder? Ja, Crystal. Und auch Nex mit einer Waffe. Also man equippt da 3 Spieler voll und 2 Spieler mit einer guten Pistol-Aufstellung mit Equipment. Schacht es auch. Ja, Crystal hat da die Hoffnung, dass er Psych bangen könnte. Der hat aber nur den Schacht aufgeschossen, ist sofort wieder zurückgegangen. Molotov da aufs Dach in der Mitte. Mal schauen, also Dotpixels kann ich auf jeden Fall noch ins Spiel finden. Wie oft auf der T-Seite. Oh, schöner Shot von Toni. Ah, oh, schöne Headshots von Toni in der Mitte. Der Junge gefällt mir trotz alledem auch auf den Finals eine ordentliche Leistung gezeigt. Ist ja auch für ihn alles noch Neuland. Ja, wie Knochen schon sagte, ein sehr sympathischer Kerl. Und bisher überzeugt er auch wieder. So, jetzt darf und dann nicht in der Falle laufen, spawnt Speedy und dann kommt seine eigene Flash. Zeiten rettet sich aber noch so gerade, hat sogar Support noch aus dem Schacht. Aber Xal nimmt Nex aus dem Spiel. Da war die Flash, ich glaube von Toni war es oder selbst, ich weiß gar nicht von wem es war. Die Flash sollte um die Bande gehen, hat nicht so ganz geklappt, hat ihn selbst geflasht, kam aber noch halbwegs weg. Trotzdem schöne Runde von Toni in der Mitte. Sehr, sehr schöne Headshots? Französisch? Schöne Headshots da von Toni in der Mitte. Und damit die nächste Runde für Dotpixels. Jetzt wieder Eco bei Penta. Und ja, so langsam muss man dann aufhören mit reindaddeln. Jetzt muss man dann wieder ein bisschen anziehen auf jeden Fall. So, da ist einfach nur Massaker. Da ist gerade wildes Rumgeballer on Spot. Felix war noch mit dem Teamkill. Und 2-on-2. Der A-Spot gerade etwas anfällig gewesen. Bombe. Gepickt, wird geplantet. Und da wird Felix aber auch sofort durch die Smoke gepusht. Das kann Speedy nicht auf dem Schirm haben. Ja, oh, schöner Headshot von Tarsin. Gegen Gelb, gegen Speedy. Und damit 7. Runde Dotpixels. Nächste richtige Byron jetzt mal für Penta. Schauen, wie Speedy hier die Fläche wird. Ja, nicht so prickel.
an, komm, tut sie trotzdem. Boah. Also, anscheinend ist da der Schachtgang so ein bisschen der Ort der verworfenen Nades. Spiel ist jetzt sehr, sehr defensiv erstmal. Warten da, ob die Dotpicks jetzt vielleicht einen Fehler machen, irgendwo versuchen zu pieken, wenn sie lange, lange Zeit sich lassen. Ein paar Runden Polster haben sie ja noch. Sieht aber so aus, als würden sie da jetzt Mitte raus wollen. Next wird schon geboostet. Robson will da jetzt gleich eine tiefe Smoke werfen in die Mitte, sodass die CT-Mitte nichts mehr sieht. Da kommt auch noch die Box Smoke. So, und das sollte es Mitte rausgehen, eventuell sogar Richtung B-Split. Und ich weiß gar nicht, wer da gerade so aggressiv in der Mitte vorgab. Das ist wieder Tony. An sich kein schlechter Move, hatte gerade nur ein paar Aim-Probleme. Und jetzt hat Penta die Mitte-Kontrolle. Und das ist ultra wichtig auf Cash. Du kannst alles spielen, du kannst über kurz gehen, du kannst den Schacht B splitten, du kannst den A sogar fast trippeln dann über Tür, über Main und über kurz. Ganz herzlich, ja, das war jetzt nicht so das beste Movement von Nex. So, einer steht noch close, Zeiten, wird gecheckt, nimmt nur einen raus, Bombe down. Kann aber auch sofort wieder gepickt werden, allerdings ist Tasi noch on spot. Und wenn da jetzt eine gute Nade kommt, dann muss eine Nade kommen, irgendwas muss kommen, dann muss Jin normalerweise schon längst geflasht haben. So, jetzt hat Tasi das 1-on-1 und Tasi holt's nicht. Next macht den Frag. Und da muss, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Und Jin muss da flashen. Er muss doch Tasi da irgendwie Support geben. Sagen, ich flash hoch. Die ganzen Spieler, die hier in diesem Pool stehen, die, da ist komplett David Guetta auf der Tanzfläche aufgelegt. Eieiei. So schön gespielt eigentlich. Gar nicht so verkehrt gemacht, gerade von Tarzin da. Aber Jin, wie gesagt, muss ihn da unterstützen. Er muss. Das Zeichen fällt auch gegen Speedy. Nur noch Tarzin. 1-on-3 mit der Deagle. 14. Runde. So, mal schauen. Tarzin jetzt mit der AWP. Ja, ich gar nicht so verkehrt da mal. Was schön wäre, wenn sie eine frühe B-Info hätten, dort Pixels jetzt, dass sie da sich ein bisschen mehr auf A forcieren können. Das schafft Tarzin jetzt mit der AWP. Mal gucken, wie aggressiv er da so geht. Oh, Tarzin, sehr mutig. Guter Move. Oh, schöner Hit gegen Saiken. Da von Crystals AWP. Es geht nämlich jetzt wieder Richtung... Ah, Saiken. Schöner Headshot gegen Speedy. Kurz bevor die Smoke aufging. Soll weiterhin Richtung A gehen. So, Jin jetzt. Wichtige Position am NBK. Wird ein bisschen unruhig. Verrät seine Position. Hätte eigentlich eine gute Doppeldeckung da machen können mit Xal. Jin und Tonio mit den Frags. So, nur noch Chris mit der AWP. Kann da nichts mehr anrichten. Saiken, nimm den raus. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Stats. Crystal trotzdem im Moment der Madfragger bei Penta. Die anderen Jungs sind alle auf einem Level gerade. Also auch bei Dotpixels, das ist auch nicht so groß unterschiedlich. Da hat man keinen richtigen Madfragger in dem Sinne, sondern Xal steht zwar sehr, sehr oben, sehr, sehr weit oben, aber keinen, der total herausragt, aber auch keinen, der total abfällt. Da ist es auf einem Level. Und vielleicht wird das den Jungs jetzt ein bisschen in die Karten. 14 zu 8, der aktuelle Stand. First Track wieder auf Seiten von Penta, sofort gekontert von Xal. Felix mit dem Geschoss in der Mitte gegen Saiken. Jetzt hat Xal natürlich das Problem, dass er da ein A, ein gefundenes Fressen ist. Speedy auch schon Richtung B. Und B selbst ist ziemlich ungedeckt. Tarzin da an der City Base. Setzt da keinen zweiten. Der muss eigentlich jetzt auch umgepusht werden. Wird er auch. Tarzin noch einen schönen Frag. Also der gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Xal noch. 1-on-3. Speedy. 1-on-3. Speedy fällt gegen Xal. Und damit 9. Runde für die Dotpixels. Gefällt mir sehr, sehr gut, Tarzin, gerade mit der AWP. Allgemein Tarzin auch gerade eben mit einer guten Runde. Und Xal setzt im Moment die Headshots. Das läuft.
bin ich wieder. Schneller First Pick der Verpiste. Wie auch immer der den gemacht hat. Einfach in der Mitte anscheinend, bevor die Smoke aufgehen. Also ich versuche da nochmal einen Reflex zu setzen. Keine Chance. Rotieren sofort beide Richtung A. Man hatte noch einen Support-Spieler da in der Mitte. Was war denn nicht Tafel? Was erzähle ich denn? Das war so ein Xal. Eigentlich auch keine schlechte AWP, Xal. Aber Tarsin auch hier wieder mit einer wichtigen Info. Und das ist ganz, ganz wichtig, was Tarsin da macht. Wichtiger Frag. Er kann ansagen, dass es Richtung A gehen soll. Und Jin setzt einen Pick, geht weg. Macht er richtig. War schon ein sehr riskanter Move, aber passt. Man hat damit Penta jetzt wieder ein bisschen unter Druck gesetzt. Tarsin schon an der T-Base durch. Auch überraschend wahrscheinlich. Nicht damit gerechnet allerdings. Hat Crystal dann einen sehr guten Move gespielt und ist aber Schacht schon auf B gegangen. Oh, Crystal kann die Runde entscheiden. Crystal kann alleine die Runde entscheiden. Macht den B-Spot klar. 2-on-2 jetzt. Xayn und Jin beide über Base. Boah, Jin, schöner Frag. Wichtiger Frag vor allem gegen Crystal. Er wollte da noch lange den Spot halten für seinen Mate. Und Jin mit dem nächsten nimmt da Robson raus. Ja, warte, warte. Lieber Jin, warte. Ja, klar. Xayn hüpft einfach immer das Feuer. Das ist ein kleines Freudentänzchen. Das ist kein Regentanz, sondern ein Feuertanz gewesen. Ja, Xayn, das wird schwer. Da könnte Jin eigentlich nochmal neu ansetzen. Hat aber ein AWP. Versucht da noch irgendwie eine Waffe zu sneaken. Weiß ich. Hä? War nicht noch unten eine? Ich weiß nicht, was er da gerade wollte. Aber gut. Kann einen Drop bekommen, in dem Fall von Xayn. Es war doch noch irgendwo anders eine Waffe. War doch nicht nur da. Die AWP hatten sie gepickt. Also wollten sie noch eine zweite AWP wahrscheinlich haben. Also Tarsin, wie gesagt, gefällt mir jetzt gerade sehr, sehr gut. Sammelt viele wichtige Informationen für sein Team. Und hat jetzt einfach ein bisschen Timing-Pech. Oh, verschießt Felix einfach Vollgas mit der Tech-9 durch. Ach, der tanzt einfach Breakdance auf dem Baseboard und alle laufen ihm rein. Ja, und der nächste, der dritte Frag, der vierte Frag von Felix. Felix mit dem 101 gegen Tony und das ist ganz schwer zu spielen. Und Felix macht so einen super Move. Und da kann er eigentlich jetzt schon rennen. Umso früher er jetzt auf dem A-Spot ist, umso eher denkt Tony, dass die Bombenplan am B ist. Oder er kehrt nochmal um und Tony rotiert auf A. Wie gut ist das bitte gespielt von Felix? Aber da darf er sich jetzt auch wieder nicht zu viel Zeit lassen. Da muss er jetzt auch einen mutigen Move machen. So, jetzt der Plant. Sehr schön gespielt von Felix. Er ist close to the Ace. So, und Tony, der wird sich ärgern, dass die Bombe jetzt auf B liegt. Aber da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist auch einfach gut gespielt von Felix. Felix. All eyes on Felix. Kann er das Ace machen? Kann er die Runde entscheiden? Und Tony mit dem Headshot. Da holt er das 101. Was ein wichtiges 101, was Tony da holt. Das bringt DotPixels jetzt direkt wieder in die Partie. Man hat Geld zum Kaufen. Penta zwar auch, aber verliert DotPixels die Runde. Hat man die 15. Runde bei Penta und nicht wirklich viel Geld. Krasser Headshot von Tony. Richtig gut gespielt. Aber auch perfekt gespielt, eigentlich von Felix. Das war einfach nur ein super Shot jetzt noch von Tony. Wow, das wird ihn pushen. Das wird ihn pushen. Ganz wichtig. Hätte es natürlich auch einem Felix gönnt, so ein Ace, ne? Aber muss man auch Respekt zollen für Tony dafür, dass er das so gut und so ruhig gespielt hat. Boah. Also meine Nase wird langsam, ich bin langsam wirklich Kermit. Es tut mir sehr, sehr leid. Oxal. Eigentlich einen guten Schlitz geaimt, wo er schwer nur geholt werden kann. Boah. Spielt das aber sehr aggressiv. Ganz kurz, ich sehe gerade, dass wieder die Waffen nicht erscheinen.
sehr spannende Partie jetzt. Also, ich gönne es den Dotpixels jetzt, dass sie da eine dritte Map erreichen. Das wäre dann Mirage und das wäre die Decider-Map. Aber der Go sieht sehr gut aus. Man macht beide Frags am B. Ohne Probleme, der Basement nun frei. Robson hat den Schacht gedeckt. Felix steht close an der City Base. Man hat sogar noch Equipment, wo man mitarbeiten kann. Eine vielleicht noch bei Nex. So, dann muss jetzt ein Dotpixel-Spieler komplett ausrasten. Oder Felix einfach. Who else? Und damit das Draw bzw. die Overtime auf jeden Fall sicher für Penta. Und wenig Geld, das wäre sehr bitter. Ja, das kann jede Runde, kann das Match jetzt gerade entscheiden. Hätte Dotpixels die Runde gewonnen, hätten sie die 12. Dann hätten sie wahrscheinlich mit der Folgerunde die 13. noch gehabt. Ja, und dann wäre alles möglich gewesen. Dann wäre das Spiel offen gewesen. Aggressiv. Tony, kein Frag setzen. Spielt allgemein die Mitte sehr aggressiv. Jetzt liegt es an Xal, dass er da einen krassen Job macht. Nee, keine Chance. Jin auch hier wieder raus. Tarsin auch kein Frag. 5 gegen 2 Situation und das sieht nach dem 2:0 aus. Nach Maps für Penta. Danach heißt es, glaube ich, Dotpixels jetzt gegen Virtus Pro und das wird sicherlich eine ganz, ganz schwierige Hausnummer da. Aber Penta auf gutem Aiming. Xal, ja, wollte gerade sagen, geht auf Chance Knife. Ja, was soll Xal da machen? Eigentlich kann er Kill in die Konsole eingeben. Ja, Tristan wartet nur kurz vor der Smoke auf ihn. 16:11, 2:0 für Penta. Keine Überraschung. Trotzdem eine sehr, sehr ordentliche, ich sage bewusst, CT-Leistung. Von den Dotpixels hier auf der Map. Die T-Seite sah nicht gut aus, aber die CT-Seite sah sehr okay aus. Das hat man wirklich in der ersten Halbzeit verdattelt, das Ganze. Und ja, damit gehen wir oder kommen wir gleich zu Partie Nummer 2. Und das ist dann, ich weiß gar nicht, ob ich danach noch eine schaffe. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal ein bisschen mit Horster absprechen, ob ich jetzt nur noch eins übernehme oder noch ein zweites. Das werden wir sehen. Dotpixels jetzt gegen die Jungs von Virtus Pro in wenigen Minuten. Und ja, wir kommen wieder ein paar Minuten früher rein, falls ihr noch ein bisschen was quatschen wollt. Und ja, in dem Sinne, bis gleich, ihr Lieben.